Meine Lieben, herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Heute ist das Thema des Tages Stablecoins. Welche Arten es von denen gibt, was die besten sind und was man unbedingt dazu wissen muss. Wenn ihr da Bock drauf habt, welche überhaupt die allerbesten sind zu erfahren, dann bleibt bis zum Ende dran. Gleich mal vorweg, es sind die 100% Fiat-Besicherten. Doch welche das sind, das erfahrt ihr erst am Ende des Videos. Also viel Spaß beim Zusehen. Also, gleich mal vorweg hätte ich mal die Frage geklärt, was ist denn überhaupt ein Stablecoin? Also ein Stablecoin fällt unter die Kategorie Kryptowährung und ist ein im Wert stabiler an eine Fiat gebackte Währung. Okay? Diese ist, wie sich offensichtlich schon erklärt, auf Blockchain basierend und dementsprechend eine digitale Währung. Und ja, die kann dann im Prinzip jede Währung an jede Fiat-Währung gebackt sein. In dem Video und in dem Beitrag habe ich mich jetzt ausschließlich mal auf den US-Dollar bezogen, aber es gibt auch zum Beispiel den GBP oder so. BT, genau, der dann eben den Pfund widerspiegeln soll, den Euro und was auch immer. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Fiat-gebackte Währungen, aber die bekannteste ist auf jeden Fall USDT und die backt den US-Dollar. Also, gleich mal zu unseren Arten von Stablecoins. Es gibt vier Arten. Es gibt die kryptobesicherten Stablecoins, es gibt die handelswarenbesicherten Stablecoins, die gehören dann zum Beispiel Commodities, also wie zum Beispiel Rohstoffe hinein oder Aktien. Das sind auch riskantere Stablecoins, würde ich sagen. Dann rein Fiat-besicherte Stablecoins, mein absoluter Stablecoin-Favorit. Und die algorithmischen Stablecoins, wie zum Beispiel den UST-Stablecoin, den von Luna, der damals auch gecrashed ist. Und die Tatsache, dass eben diese Art von Stablecoin nie länger als mehrere Monate überlebt hat. Also es gibt jetzt noch zum Beispiel eine Art Stablecoin, und zwar den, wie heißt denn der nochmal, der von MakerDAO, ich glaube, den haben wir hier eh auch im Beitrag beschrieben, genau, den DAI Stablecoin, der ist, wird von MakerDAO, einer DAO, also Decentralized Autonomous Organization, geführt. Das ist quasi ein Token, den mehrere Leute besitzen und wo alle Open Source quasi am algorithmischen Stablecoin mitforschen können. Das nimmt auf jeden Fall diese Schuld, die man wem zuschreiben kann, denn damals zum Beispiel war ganz klar Dogecoin schuld. Es gab jemanden zum Blamen, doch bei dem dezentralen Stablecoin ist es schwierig, wen zu finden. Deswegen halte ich mich auch von dem mal vorerst etwa eher fern, aber wir werden eben noch auf den zu sprechen kommen. Also schauen wir uns mal die persönlich besten für mich an. Das sind ganz klar die Fiat-besicherten Stablecoins. Okay? Der am meist Fiat-besicherte Stablecoin ist, wer hätte es gedacht, der PUSD und heutzutage BUSD Stablecoin von Binance und der von eben Paxos, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, ein Unternehmen hergestellt wird und geschaffen wird. Dieser Coin ist für mich der absolut beste, einfach weil er hundertprozentig besichert ist und der vor Black Swan Events geschützt ist. Das heißt, vergleichen wir mal jetzt mit den anderen Arten von Stablecoins, vergleichen wir jetzt mal mit einem, sagen wir jetzt mal, handelswarenbesicherten Stablecoin. Stellt euch vor, Leute, es wollen alle diesen Stablecoin abheben und in ein echtes Fiat-Geld umtauschen. Okay? Wenn dieses echte Fiat-Geld nicht hinterlegt ist oder der Wert einfach dahinter von den Waren, die das besichern soll, nicht gegeben ist, dann kommt es zu einem Liquidity-Crunch und einem Crash von diesem Stablecoin, was eben keiner will. Da können Milliarden schnell mal flöten gehen, wie eben siehe bei UST, dem Stablecoin von Luna. Und das kann eben auch bei rein kryptobesicherten Stablecoins passieren. Also wenn man da nicht alle möglichen Notszenarien und Bitcoin, dass der noch auf 3000k crasht, mit einberechnet, können auch die crashen und dann eben stärkeres Black Swan Event provozieren und herbeirufen. Deswegen sind algorithmische Stablecoins für mich nochmal ein absolutes Tabu. Noch ein Hintergedanke zu dem Thema selbst. Das Ding ist halt, dass Institutionen gerne diese algorithmischen Stablecoins crashen. Beziehungsweise vielleicht will sie ja auch ein Retail-Investor crashen, doch der hat nicht das Kapital. Und deswegen machen sich dann eben diese Institutionen auf und rechnen alle möglichen algorithmischen Stablecoins durch und schauen, ob die überhaupt Sinn ergeben. Und wenn da dann irgendein Leck gefunden wird, ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Spruch Code is Law gehört habt, wenn da ein Leck gefunden wird, dann wird das einfach schamlos genutzt und man kann dann schwierig wen beschuldigen oder bezichtigen, dass er daran schuld war, dass er gecrashed ist. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall mal, wie gesagt, von den nicht 100% besicherten fernhalten. Bei USDT, da können wir jetzt gerne noch auf die Website vorbeischauen, habe ich gerade gesehen, wurde abgedatet, die Hinterlegung. Also jetzt sind 82% Cash und Cash Equivalents. Ah, okay, vielleicht habe ich das da, genau, das habe ich außen vor gelassen, aber Cash Equivalents sind einfach schnell ausbezahlbare oder umtauschbare Sachen, die einfach basically wie Geld gelten, aber halt keine sind. Also, genau, jetzt haben wir mal die vier Arten an Stablecoins durch. Rein kryptobesicherte Stablecoins, dass die riskant sind, macht schon Sinn.
ja, Kryptowährungen sehr volatil. Ich meine, wir sehen das Ganze auch mit Aktien, deswegen sind auch die eben riskanter. Rein Fiat-besicherte Stablecoins sind eigentlich eine super Sache. Das Problem ist, dass einfach hier die Entwickler teilweise keine Renditen erwirtschaften können. Ja, hier wird dann unterschieden eben zwischen weiteren Arten von Stablecoins. Also es gibt eben rein Fiat besichert ist im Grunde genommen keiner, wie wir gerade hier gesehen haben, außer eben der am meisten von BUSD. Aber es sind immer oder sehr häufig Anleihen dabei, mit denen einfach dann kleine Trades gemacht werden können von den Unternehmen, wodurch sie sich eben ihre Renditen erwirtschaften. Also USDC ist zum Beispiel auch noch eigentlich ganz geil, in der Hinsicht, dass die einfach geringe Gebühren haben. USDT hat beispielsweise höhere, trotzdem wird USDT überall verwendet. Ja, USDT ist dafür mehr von Fiat gebackt und so weiter. Dabei hat tatsächlich aber keine Einblick in die USDT-Reserven. Also ja, es ist auf jeden Fall ein riskantes Thema. Aber trotzdem haben diese ganzen Stablecoins ein paar entscheidende Vorteile, warum wir sie verwenden. Also, der allererste ist auf jeden Fall mal, dass sie einen stabilen Wert haben, wie eben der US-Dollar oder unser Euro. Das hat eben den Sinn damit, dass man schnell Trades setzen kann, ohne dass man viel umrechnen muss, so dass man viel auf einmal handeln kann und ohne dass man eben ständig die Kommastellen verändern muss. Dann, Stablecoins sind programmierbar und das ist überhaupt das absolut Wichtigste an denen, weil Stablecoins kann man in Smart Contracts Protokolle einprogrammieren, zum Beispiel in Yield Farming Protokolle, in Staking Protokolle und was auch immer. Also dieses Geld ist programmierbar und das ist halt der absolut größte Vorteil an dem Ganzen, weil einfach so Geld gespart werden kann bei den Dingen, wo es halt wichtig ist. Und das ist zum Beispiel bei Liquiditätsbereitungen für Trading Protokolle, für irgendwelche dezentralen Börsen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall schnelles Geld, es kann super billig überwiesen werden und es ist eben an den Wert von Fiat-Währungen gekoppelt und damit kann es einfach sehr, ja, weit verwendet werden und für sehr viele Sachen. Dann noch zu den Nachteilen, die sich mittlerweile wahrscheinlich schon ergeben haben. Stablecoins sind nicht immer zu 100% gebackt und geprüft. Okay, auch bei USDT weiß man das nicht, da kann ich euch zwei super Videos von CoffeeZilla empfehlen. Schaut auf jeden Fall bei dem Channel vorbei, denn Tether ist nicht so koscher, wie sie tun, glaube ich. Ebenfalls auch nicht Binance. Ja, die kooperieren halt sehr eng und ja, man weiß halt einfach nicht, ob dieser Coin gebackt ist. Also wenn USDT crasht und wenn da irgendwas an Secured Loans oder an, wenn es da zu irgendeinem Liquiditätsproblem kommen könnte, haben wir auf jeden Fall ein Problem in der Kryptowelt. Das könnte das nächste Black Swan Event auslösen. Dabei ist dem nicht der Fall. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass Circle ist jetzt eben auch, also der USDC-Entwickler, der eben nur zu 61% seine Währung backt und mit Rest mit Bonds und anderen und was auch immer, der ist jetzt übrigens erst neuerdings so transparent geworden, einfach weil sie eben mit einem Spec-Deal ein Aktienlisting, also publik werden wollen, ein Aktienlisting fördern wollen. Und dafür müssen sie sehr transparent sein, was ich auch super befürworte, aber wie gesagt, das 61% Fiat-Backing und sowas, ja, ist halt so eine Sache. USDT 75% ist auch nicht zu viel und sie schreiben auch noch auf der Website, dass sie im Fall der Fälle nicht alles zurückerstatten und dann kriegst du irgendwelche Bond-Teile oder sowas zugeschickt. Also ja, bin auch nicht der größte USDT-Fan, deswegen mein absoluter Favorit ist BUSD aktuell. Ich empfehle euch, kann den euch auf jeden Fall empfehlen. Das einzige Ding ist halt, dass die Binance Chain, die BNB Chain, wie sie jetzt genannt wird, eben recht zentralisiert ist. Also sie wird von wenigen Leuten überwacht, von wenigen Leuten, es gibt wenige Validatoren und so weiter. Deswegen, das ist einer der größten Nachteile. Meiner Meinung nach warten wir noch auf den perfekten einen Stablecoin, aber ja, es gibt auf jeden Fall schon genug Lösungen von algorithmischen Stablecoins. Meine Lieben, empfehle ich euch mal, die Finger fernzuhalten, abgesehen davon, dass es keine finanzielle Beratung ist natürlich, aber diese Algorithmen werden gern ausgenutzt von Big Market Playern, die einfach diesen Code dann brechen, beziehungsweise dieses Gesetz, oder sich halt in diesem Code eine Lücke finden und somit kein Gesetz brechen. Und ja, so ist jetzt einfach mal auf jeden Fall, ja, UST tot. Und deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall mal die Fiat-besicherten Stablecoins, einfach weil sie krisenresistenterer und sicherer sind. Ja, das war es auch schon im Grunde genommen zum Thema Stablecoin. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Leute, schreibt sie gerne in die Kommentare oder in die Telegram-Gruppe. Ich bin hier super aktiv und schreibe sehr gerne mit meinen Membern, also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut gerne vorbei. Ansonsten gibt es noch den recht inaktiven Discord-Server aktuell, wo ihr auch gerne vorbeischauen könnt. Und natürlich die Kommentarbox, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendein Thema ihr gerne behandelt hättet, dann schreibt es gerne rein. Ich freue mich über Video- und Videoideen und Gruppenthemenideen, also schickt sie immer gerne her. Und ja, wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und das war es auch schon zu diesem Beitrag. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.